Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein etwas anderes Video auf meinem Kanal, aber ich habe auf Instagram einige DMs von euch bekommen und wollte darauf eingehen. Und das machen wir in diesem Video und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. So Friends, einige von euch haben mir auf Instagram geschrieben, dass sie Langeweile haben. Vor allem deutsche Schülerinnen haben mir geschrieben. Und ob ich da Tipps habe, um sich so ein bisschen zu beschäftigen, jetzt während dieser Krisenzeit, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja nicht nur in Österreich jetzt aktuell so, dass Quarantäne verhängt worden ist, außer bei speziellen Gründen, sondern glaube ich aktuell auch schon in Deutschland. Und deshalb wollte ich euch da ein paar Tipps geben. Insgesamt sind es 15 Stück geworden und ich habe mir da einige Sachen gut überlegt, die was ich vielleicht so machen würde. Und ich starte direkt mit Punkt 1. Und zwar würde ich da sagen, macht Gesichtspflege, Schaumbäder, Nagelpflege, alles Mögliche, was mit Beauty zu tun hat und wo man vielleicht sonst sagen würde, da habe ich nicht genug Zeit dafür. Und Haarpflege, Haarmasken, Gesichtsmasken, also alles, was einfach so ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen Self-Time zu nehmen. Und das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, experimentiere mit Rezepten. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil wir haben nämlich auch gerade Palatschinken gemacht, mit also ein bisschen spezieller. Und nutzt auch die Reste, die ihr zu Hause habt, wo ihr vielleicht schon seit längerem denkt, ma, das schmeckt mir irgendwie nicht und irgendwie fällt mir da nichts dazu ein. Könnt ihr euch ja im Internet ein paar Rezepte raussuchen und dann einfach ein bisschen experimentieren mit dem, was ihr da habt, damit ihr auch mal diese alten Reste verwertet. Dann Punkt Nummer 3 ist Haare pflegen und Haare ausfetten lassen. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt für diejenigen, die immer sagen, ja, ich wasche mir jeden Tag, jeden zweiten Tag die Haare, weil ich mache das jetzt schon länger, dass man einfach sich ein paar mehr Tage die Haare nicht wäscht und man wird dann merken, dass die Haare nicht mehr so schnell fettig werden. Also jeder, der sich täglich oder zweitägig die Haare wäscht, weiß, von was ich rede. Der muss am zweiten Tag teilweise schon die Haare waschen und das hatte ich früher auch. Da muss man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal die Zeit mit Trockenshampoo überbrücken. Und dann wird man sehen, dass die Haare von selbst nicht mehr so nachfetten. Und zum Beispiel bei mir ist es jetzt der 4. Tag, an dem ich die Haare nicht gewaschen habe. Und trotz Ansatz sehen sie halt nicht fettig aus. Und ich habe nicht mal Trockenshampoo oben. Also ja, funktioniert ziemlich gut und ist allgemein ein Tipp von mir, was ihr machen könnt dagegen. Dann Nummer 4, Sportübungen, Homeworkout, Meditation, wo ihr auch sonst sagen würdet, da habe ich im Arbeits- oder Schulalltag keine Zeit dafür, dass ich mich jetzt hinsetze und einfach mal eine Stunde Sport mache zu Hause oder meditiere oder sonst was. Für alle, die vielleicht sonst im Alltag nicht so viel Zeit hatten für so etwas, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Da könnt ihr euch auch einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Bücher habt oder keine Übungen wisst, dann könnt ihr einfach im Internet nachschauen, zum Beispiel 15 Minuten Bauchworkout, Homeworkout und da findet ihr ganz viele Sachen und ich werde jetzt auch anfangen mit Yoga. Mal schauen, ob mich das so interessiert, aber bin ich ziemlich gespannt drauf, weil ich überlege schon seit längerem und könnte auch ziemlich interessant sein, also ja. Tipp Nummer 5 ist Haus bzw. Wohnung dekorieren, Auto pflegen. Das nehme ich jetzt so in einen Punkt. Und zwar könnt ihr mal einfach umdekorieren zu Hause. Zum Beispiel wie bei mir im Drehzimmer, dass man einfach mal wieder einen frischen Wind reinbringt, dass man wieder mal Kissen und Decken die Farben sortiert und wieder mal auswechselt. Weil da hab ich zum Beispiel rote Decken, graue Decken, dass man es wieder abwechselt, dass man die Wäsche wieder komplett durchwascht. Zum Beispiel die Winterjacken, die Wintersachen durchwäscht. Und dann auch noch Auto pflegen, weil das Auto steht ja auch direkt vor eurer Haustüre, wenn ihr ein Auto habt. Oder zum Beispiel Fahrrad oder so, putzen, keine Ahnung, geht auch. Und Auto pflegen, da könnt ihr mal, was ihr sonst vielleicht nicht machen würdet, die Felgen speziell reinigen oder, ja, ihr wisst, was ich meine, die Sitze aussaugen, alles Mögliche. Und Tipp Nummer 6 ist, soziale Kontakte im Internet pflegen. Und zwar ist es bei mir ein großer Punkt, würde ich jetzt sagen,
zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube wieder mal alle Leute durchgehen, bei denen kommentieren, wo man sonst vielleicht nicht die Zeit dafür hatte, oder DMs lesen. Ich habe zum Beispiel 70 Nachrichten offen, die mir, also 70 Anfragen, die ich noch nicht beantwortet habe, weil ich einfach die Zeit dazu nicht gefunden habe. Oder einfach mal neue Profile entdecken, Videos schauen und so weiter. Auf Instagram gibt es da genug. Dann Punkt Nummer 7 ist Gewandkasten aussortieren. Und ja, Outfits zusammenstellen ist auch ganz cool. Und alles anprobieren nämlich. Und das dauert seine Zeit, glaubt mir. Zumindest bei mir ist es so. Und ich werde auch demnächst mal ausmisten und dann eben auch alles spenden. Und man darf ja in Österreich zumindest offiziell, darf man mal spazieren gehen, zum Beispiel mit dem Hund. Und da werde ich dann einfach spazieren gehen. Und direkt bei uns in der Siedlung ist zum Beispiel so ein Spendencontainer. Und da schmeiße ich dann gesammelt einmal alles rein, was ich aussortiert habe. Und auch das mit dem Outfits anprobieren, da kommt man ja sonst auch nicht dazu. Weil meistens denkt man sich so, ja, ich möchte gern aussortieren, aber es könnte mir noch passen. Oder nächstes Jahr könnte es mir noch passen. Und da könnt ihr einfach alles anprobieren, was zu klein ist, was zu groß ist. Weil es gibt Leute, die freuen sich einfach mehr darüber. Und bevor es bei euch im Kasten verrottet, könnt ihr dann das mal angehen. Punkt Nummer 8. Jahres-To-Do-Liste, Ziele festlegen, lesen. Und zwar ist es bei mir auch ein großer Punkt, wo ich vielleicht auch nicht so perfekt hinterherkomme. Zum Beispiel Videoplanung oder die Jahresziele zu setzen, auch die Wochenplanung, Kalendereintragungen, Rechnungen, Buchhaltung durchgehen, was weiß ich. Also da vielleicht im Leben so ein bisschen durchorganisieren. Und glaubt mir, da gibt es mehr als ein paar Wochen Arbeit, bei mir zumindest. Dann könntet ihr zum Beispiel anfangen, ein Tagebuch zu schreiben oder einfach wild drauf los, irgendwelche Listen oder Texte, die euch gerade in den Sinn kommen. Was auch immer ihr schon mal machen wolltet und wo ihr einfach die Zeit nicht dazu gefunden habt. Dann Punkt Nummer 9. Schmuck und Schminke aussortieren. Das habe ich jetzt separat dazu genommen, vom Kleiderschrank weg. Weil Schmuck und Schminke ist bei mir sowas. Durch den Kleiderschrank schaue ich nämlich öfter durch. Und durch die Schminke auch, weil ich ja viel verschenke. Aber zum Beispiel Schmuck ist bei mir so, das ist in den Kästen. Ich nehme mir was raus, aber es ist nicht wirklich sortiert. Es war mal sortiert, aber es ist nicht mehr sortiert. Und da könnte man auch nochmal durchgehen, sich überlegen, gibt es da vielleicht ein DIY, wie man es besser aufbewahren könnte. Und ja, einfach wieder mal neue Sortierung reinbringen in das Ganze. Das zählt auch für die Schminke. Da mal durchschauen, was gefällt mir, was ist gar nicht meine Farbe. Was hat mir mal gefallen, was könnte eigentlich wegkommen und das dann vielleicht auch spenden, verschenken oder ja, mit der Post zum Beispiel kann man ja noch Pakete senden, dass man, so wie ich zum Beispiel, die Möglichkeit habe, dann eine Verlosung zu machen, wenn das Produkt noch neu ist. Übrigens, bei mir kommen auch bald Schminksammlungsvideos bzw. auch Ausmisten, wobei ich da schon ziemlich viel ausgemistet habe, weil ich, wie gesagt, immer wieder Sachen verschenke und verlose. Aber da könnt ihr auch gespannt sein. Das war auch in den Videowünschen mit drinnen und das wird in den nächsten Wochen dann kommen. Punkt Nummer 10, Frühjahrsputz, Keller und Dachboden aussortieren. Also falls ihr Keller oder Dachboden habt, da nochmal durchschauen, weil da verrottet ja meistens alles und da kann man auch durchsortieren. Und ja, Frühjahrsputz ist so gemeint, dass man einfach vom Winter in den Frühling, Sommer einfach mal das Ganze, die Sachen umräumt, wieder mal komplett durchputzt, also nicht nur so Boden wischen, Boden saugen, sondern wirklich jedes Kastel abwischen, alles hygienisch desinfizieren und so weiter. Genau in dieser Zeit ist es ja auch sehr wichtig. Die Wintersachen auch wieder mal durchwaschen, weil da sind auch die ein oder anderen Bakterien noch drauf geblieben und einfach da nochmal so ein bisschen hygienischen Schliff bereiten. Punkt Nummer 11 ist Nachbarn schreiben, zum Beispiel ein Schild, wenn sie Hilfe brauchen oder Telefonnummern austauschen über Social Media. Oder generell über Social Media schreiben, wenn jemand etwas braucht, wenn ein älterer Mensch eine Hilfe benötigt, dass ihr dann da seid und ja, einfach sozial sein. Und genau, auch telefonisch bei Verwandten melden vielleicht, per Videochat oder sonstiges, das hat meine Schwester heute gemacht, ist auch eine coole Alternative, weil man sich einfach nicht so viel sehen sollte, beziehungsweise gar nicht sehen sollte, außer mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Und ja, da ist Videochat vielleicht ganz lustig, so einen Gruppenchat zu machen. Dann habe ich noch Punkt Nummer 12 aufgeschrieben. Puzzeln, Kartenspielen, Brettspiele, Würfelspiele, alles Mögliche. Kann man nämlich auch alleine machen. Und zwar zum Beispiel Schach oder sowas.
Kartenspielen, vielleicht wenn ihr mehrere Leute seid. Puzzeln geht auch alleine, ist auch sehr interessant und da hätte ich jetzt so auch nicht die Zeit und die Nerven dafür. Deshalb ist es auch ein wichtiger Punkt. Dann Punkt Nummer 13, passend zu meinem Beauty-Kanal, neues Make-up ausprobieren. Zum Beispiel einfach mal den Schminktisch durchgehen, alles durchprobieren und auch schauen, wo passen mir die Farben. Das passt dann wieder zu diesem Aussortieren-Punkt. Und dann aber auch vielleicht neue Make-up-Looks probieren, wo man sich vielleicht in dem Alltag nicht trauen würde oder was man vielleicht in die Arbeit oder so gar nicht probieren würde. Und dann am Abend, wenn man sich herrichtet, das alles zu spontan ist und man macht dann einen normalen Standard-Abend-Make-up-Look. Und da könnte man vorher dann jetzt zum Beispiel mal die Zeit nutzen, um sich ein Abend-Make-up zu schminken, was vielleicht ein bisschen auffälliger ist, um dann zu testen, okay, gefällt mir das oder nicht. Punkt Nummer 14 für die Schüler da draußen, weil mich ja sehr viele Schüler auch angeschrieben haben. Ihr könnt natürlich eure Zeit nutzen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch Videospiele spielen oder sonstiges. Aber ich würde dann empfehlen, vielleicht etwas zu lernen. Natürlich, die Schulen geben ja bei uns auch den Stoff mit raus, den man dann lernen soll oder die Aufgaben, damit man sich da auch weiterbilden kann. Und zum Beispiel, meine Schwester hat auch noch mit eingebracht, wenn man jetzt schon älter ist und man hat zum Beispiel einen Lehrabschluss oder eine Matura, dass man dann nochmal die Fachbücher durchgeht, weil das haben wir alle irgendwo noch zu Hause liegen und sich da vielleicht nochmal in ein Thema hineinliest, wo man sonst auch nicht die Zeit dafür hätte, was einen aber interessieren würde oder generell Bücher lesen. Zum Beispiel bei mir würde halt Buchhaltung und BWL und so interessieren. Aber das wäre jetzt bei mir einer der letzten Punkte, weil ich halt vorher so Buchhaltung und Organisation am Plan hätte von mir persönliches. Aber später dann auch in anderen Themen weiterbilden. Punkt Nummer 15 darf von einer YouTuberin nicht fehlen und zwar YouTube-Videos schauen. Ihr könnt ja auch, ihr müsst ja auch nicht nur Beauty-YouTube-Videos schauen oder irgendwelche, wie viel ist dein Outfit wert oder sowas. Ihr könnt ja auch Dokus schauen oder Galileo, es gibt so viele interessante Videos. Aber auch wenn ihr sagt, ihr möchtet einfach abschalten, dass ihr zum Beispiel meine Videos durchschaut oder irgendeine YouTuberin, die ihr gerne habt oder ein YouTuber, die halt viele Videos haben, dann könnt ihr da einfach mal die Playlist durchschauen, was hat die so gemacht, was habe ich verpasst von ihr vielleicht und dann auch noch eben Netflix und Dokus zum Beispiel über den Amazon Prime Stick schauen. Und mein abschließendes Wort zu dem ganzen Thema ist einfach nur, passt auf euch auf, bleibt gesund, schaut auf die älteren Leute, weil das ist das Wichtigste, denn die sind einfach die Gruppe, die am meisten sozusagen betroffen werden könnten von diesem Virus. Es betrifft aber auch nicht nur Ältere, also es kann auch Jüngere sein. Das heißt, unterschätzt das nicht. Passt einfach da auf, desinfiziert euch die Hände, wascht euch die Hände. Da gibt es auch sehr viele DIYs und so und Anleitungen, wie man sich richtig die Hände wäscht etc. Da einfach vielleicht nochmal informieren und einfach die Lage nicht unterschätzen. Man sollte immer einen gewissen Respekt davor haben, beziehungsweise einen gesunden Respekt haben vor der Situation. Und wenn ihr nicht dringend nach draußen müsst, dann bleibt auch mal zu Hause. Es lässt sich zu Hause so viele Sachen finden. Nutzt da einfach, was ihr da habt. Schaut mal in eure Kästen rein. Was verschimmelt da seit Jahren? Was nutzt ihr seit Jahren nicht? Und einfach die Zeit sinnvoll nutzen und vielleicht nicht unbedingt nur Spiele spielen oder so. Da habt ihr jetzt einige Ideen. Ich habe mir sehr viel aufgeschrieben. Mir fallen wahrscheinlich noch 100 andere Sachen ein. Also da wird euch bestimmt auch irgendetwas dazu einfallen und ja. Dann war es das auch schon wieder mit diesem speziellen Video hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und es kommen auch wieder andere Videos von mir, natürlich Hauls und Schminkvideos. Meine Schminksammlung kommt online und schaut auch auf Instagram vorbei und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und passt auf euch auf und ich sage Tschüss!